So, was geht hier ab? Welcher Smooch will uns hier an die Backe pissen? So, da Lunchbox. Lunchbox. Noch eine dieser Lunchboxen. So. 9. Oh, da können wir ja auf jeden Fall können wir da wieder die Waffe verbessern. Nee, nicht hier. Aber egal, nehmen wir mal mit. Dam, dam, dam. Machen wir die Knarre mal voll. Saga war sich sicher, den Besessenen am Kopf getroffen zu haben. Aber das Monster ließ sich dadurch nicht beeindrucken. Sie legte erneut an und feuerte. Noch ein Kopfschuss. Dieses Mal geriet der Besessene ins Taumeln. Teufel ist Erster mit 5 verschenkten Subs. Ist das auch... Ah, stimmt, ich habe die 30 Tage geknackt. Ja, aber Mia hat doch am... Oh. Spiel läuft noch? Ja, okay. Ich verstehe das System nicht. Mia verschenkt am Sonntag. Ne, vor ein paar Tagen. 10 Subs. Toffel hat heute 5 Subs verschenkt. Und Toffel ist Platz 1 und sonst ist niemand aufgeführt in der Liste. Meinst du, das ist wöchentlich? Also ich hätte es gedacht, vielleicht monatlich oder was. Aber wöchentlich, das ist ja heavy. Ne, wenn man so bei den großen Streamern mal guckt, was da für Zahlen stehen, dann denkst du, what? Ja, die Bestenliste, die ist ja, das ist ja ein Plugin von mir. Das ist ja nicht von Twitch. Ja, muss ich mal bei der Twitch-Einstellung gucken, ob man das erhöhen kann. Ja, insgesamt wäre schon cool. Das wäre schon cool. Es sei denn, es ist zu krass übertrieben irgendwann. Dann muss man das runterschrauben. Na gut. Dann werde ich mich damit mal als nächstes beschäftigen. Oh, gestern habe ich auch mal geguckt wegen Emotes. Also... Ich sag mal so, während ich da auf der Suche war nach Plugins, die nicht funktionieren im OBS und so weiter und so fort, bin ich halt wieder über die Owned-Software gestoßen, die ich da installiert habe. Die habe ich dann gleich mal wieder runtergeschmissen. Das wurde nämlich der Support eingestellt. Und die läuft nicht mehr so sauber. Was vielleicht auch mit den Abstürzen zu tun hatte. Ja, und dann war ich halt dann schon mal auf der Own-Seite in meinem Profil. Oh, habe ich wieder so viel Zeugs. Komm. Und dann habe ich dann wieder die Emotes gesehen. Also, Owned ist ja schon eine geile Seite, ne? Die bieten ja schon so viele tolle Sachen an. Qualitativ hochwertige Sachen. Aber teuer. Teuer. Ich meine hier mein Wikinger-Theme, ne? Jetzt der Kamerarand und die ganzen, also Celtic heißt das Ding bei denen. Jo, da habe ich auch mal 35 Euro für bezahlt. Aber für ein Emote-Pack wollen die auch 33 Euro haben. Wo ich mir denke, nein, Mann. Das werdet ihr nicht von mir kriegen. Ich habe mit meiner Nichte ja schon gesprochen. Die würde mir helfen, Emotes zu erstellen. Die ist ja so Grafikdesignerin, was weiß ich. Hat da schon für irgendwelche Magazine gearbeitet und so.
Ja, ich brauche halt nur Ideen. So ein bisschen Ideen habe ich ja, ne? Es soll ja in die Wikinger-Richtung gehen. Aber ich müsste dann trotzdem ein paar Skizzen anzeigen, aufzeichnen. Und die ihr dann rüberschicken, dass sie dann da was machen kann. Ja, und ich habe aktuell... bin ich da nicht so in Stimmung dafür. Aus vielerlei Gründen. Ich bin da auch ganz zufrieden, wenn ich dann mal einen Tag habe, wo ich einfach nur ein bisschen Ruhe genießen kann. Und mir nicht so viel Gedanken machen muss. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, aber ja. Gedanken macht man sich halt. Das kann man nicht so steuern. Und ja. Wie das so ist. Deswegen mal nicht übernehmen. Wir wollen ja nicht, dass da wieder irgendwas passiert. Dort drüben ist ein Reim. Ja, auch noch eine Puppe vielleicht, ne? Ein Püppchen. Püppi. Ja, machen wir auf Rückweg. Nee. Damit stresse ich mich nicht, nee. Also, der ganze Kram hier ist ganz, ganz hinten auf der Liste. Da sind andere Dinge, viel höher gestellt, über die ich mir Gedanken mache. Was man ja mal machen kann, ne? Es schränkt mich nicht ein, aber ja. Wie es halt so ist. Aber geil, Miller, ich habe Post gekriegt von der Klinik oben auf dem Berg. Eine Einladung zur stationären Reha. Und zwar am 01.01.2040. Ich glaube, ich muss nochmal anrufen und fragen, ob ich auch ein bisschen früher kommen kann. Also, ich bin ja immer noch in so einer WhatsApp-Gruppe drin, ne, mit den ganzen Mit-Halbtags-Inhaftierten da oben. Und da sind ein paar, wo diese Schreiben gekriegt haben. Hab dann auch am Dienstag mit dem Therapeuten drüber gesprochen, hat er gemeint, er weiß nicht, was da passiert ist, aber er weiß, die haben auf jedem Dokument haben die diesen Zeitstempel, 01.01.2040. Und wenn da keiner was ändert, dann übernimmt Word das halt so. Aber ja, hat er gemeint, entweder ignorieren oder mal anrufen, nachfragen, weil viel zu früh für eine Einladung. ETS, da habe ich einige Stunden habe ich da schon verbracht, aber schon ganz lange her. Da kam das ganz frisch raus. Das ist, oh, ich kann es vielleicht sogar, da habe ich da gewohnt. Da habe ich, glaube ich, gerade den Mazda RX-8 verkauft und mir den 5er BMW geholt. Das müsste gewesen sein, 2012 kam das da raus. Da kann man gut im Voraus planen, da hast du schon recht. Ja, ich habe das auch eine Zeit lang immer wieder mal gezockt, aber im Moment habe ich da gar nicht so den Trieb dazu. Ich habe es auf dem alten Rechner habe ich es installiert, weil als ich angefangen habe mit dem Stream, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Schnitzel hieß der. der war immer da. Ne, das war so mein Stammzuschauer. Da habe ich halt tagsüber gestreamt. Ne, er war ehemaliger Fernfahrer, der im Moment nicht keine Anstellung hatte. Und konnte dann immer gucken. Ich war ja im Burnout, hatte Zeit. Hab dann tagsüber gestreamt, also vormittags meistens. Und da war er immer da. Doc Schnitzel heißt er, genau. Doc Schnitzel. Wohnt nicht weit weg. Zwei Dörfer weiter.
Und der hat das dann immer gezockt. Und dann hat gemeint, ja, komm, fahr mal mit. Und habe es mir runtergeladen, aber habe es dann nicht gezockt. Ich glaube, mein letzter Spielstand war von 2016, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist schon ein bisschen her. Ja, aber Sticky Jackson will ja auch immer, dass ich mit einsteige und so. Und ich habe auch, also ich arbeite da jetzt schon Ewigkeiten in Speditionsgewerbe. Und habe mir dann auch die Skin-Packs runtergeladen von den ganzen Firmen, wo ich gearbeitet habe. Und das ist dann schon geil, wenn du dann mit dem LKW fährst von der alten Firma, mit einem Tankcontainer drauf von der Firma, wo man gearbeitet hat. Das macht schon Spaß, ne? Das ist schon cool. Und da liegt mein Lenkrad für den PC, mit dem ich da immer gefahren bin. Ja, vielleicht irgendwann mal wieder. Aber ich will den PC jetzt auch nicht vollmüllen mit jede Menge Spiele. Ja, da sind jetzt, glaube ich, noch 4 Stück drauf oder so. Eins nach dem anderen. 128 Stunden. Nee, so viel habe ich nicht. Nee. Auf keinen Fall. Insgesamt habe ich sicherlich schon mehr. Weil ich habe angefangen, ach Gott, vor 20 Jahren mit 18 Wheels of Steel. Ne, so hieß ja das erste, was dann durch Amerika war. Und da gab es ja seitdem bestimmt 15 oder 20 Ableger. Die habe ich alle gezockt. Alle. Und dann immer schön die Firmen aufgebaut und LKWs gekauft, die getuned und oh, supergeil. Macht echt Spaß mit Basis in Mannheim. Was dann auch geil ist, ne, wenn man so die Gegend halt kennt, weil man in der Gegend wohnt. Und man fährt dann über die Brücke drüber, ne, nach Ludwigshafen und halt so die typischen Strecken. Auf der A61, auf der A650 und das ist schon ein cooles Feeling irgendwie. Das macht schon Spaß. So, auf jeden Fall 5 kleine Monster auf dem Meer probierten, wer wohl stärker wäre. Das Boot, sie schaukelten gar sehr, bis eins von ihnen fiel ins Meer. Da fleht die Mutter die Wellen an und eine Träne über ihre Augen rann. Die See jedoch nur sprach zu ihr: Auf meinem Boden liegt es tot, weil schaukeln es nur konnt ein Boot. Ja. Die Wellen drin. Die See jedoch nur sprach zu ihr: Auf meinem Boden liegt es tot, weil schaukeln es nur konnt ein Boot. Das Monster oder was? So, kleine Monster. Die Mutter fleht die Wellen an, vielleicht. Boah, geil. Geile Sau. Na, da läuft einer. 2. Und da ist bestimmt auch was gespawnt. Dann gehen wir töten. Oh, 4. Oh, fuck. Komm. Komm, nachladen. Die, my darling. Ich hatte hier, also im OBS sah es für mich auch aus, als wenn er läuft, aber in der Vorschau auf Twitch, da war ein Standbild. Aber gut. Oh, ich höre ihn. Komm doch. Hey. Oh, Digga.
Huiuiui. So, die haben aber auch kein Loot verloren, ne? Nee. Okay. So. Jetzt haben wir wieder keinen Platz im Inventar. Stimmt, ich erinnere mich. Dann haben wir das Ding weggeballert. Moin, Toffel. Na, wie ist die Lage? Schießen wir mal hin. Komm, wir schießen mal hoch. FBI, open up! Cool, es funktioniert komplett, das Teil. Vielleicht haben wir ja Glück dieses Mal. Ein Talisman. Ah, ich höre wieder alles doppelt. Verdammt, das habe ich vergessen. Verdammt. Naja. Genau, Toffel. Das Klopfen vergessen. So, oh, was haben wir gemacht? Chance, den Feind mit Taschenlampenverstärkung zu betäuben, was sehr gut ist. Wirksamkeit von Schmerzmitteln. Mhm. Angriffe lassen Feinde häufiger taumeln, erhöht die maximale Gesundheit. Gegen Taschenlampenverstärkung zu betäuben. Nö, wir lassen das mal so. Wir nehmen den so mit. Ja, mir geht's auch ganz gut. Mir geht's auch ganz gut, danke. War geiles Wochenende bisher. Am Freitag war ich in Mannheim in der SAP Arena bei den Ehrlich Brothers. Und das war ziemlich cool, muss ich sagen. Das war ziemlich cool. Die Plätze waren nicht ganz so berauschend. Also vor der Bühne, rechts oben, ganz oben auf dem letzten Rang. Aber dadurch konnte man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und so ein paar Sachen rausfinden. Ja. Yep. Aber trotzdem war es mega geil. Moin, Zeus. Lang nicht mehr gesehen, oder? Gerade überlegen. Ja, Ehrlich Brothers war echt cool. Das war echt cool. Also nicht umsonst sind die Weltmeister, ne? Oder waren mal Weltmeister oder sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber krass, wirklich krass. Mal so ein paar Sachen kennt man, ne? Wenn man sich für Magie interessiert, so wie ich, dann weiß man schon, wie so manche Dinge funktionieren. Aber da waren trotzdem Sachen dabei, wo ich gedacht habe, Alter, was macht ihr da? Also richtig krass. Richtig krass. Das war cool. Ah, untersuche den feuergefluteten Bereich. Stimmt, hier unten war nichts. Aber da hinten konnten wir rein. Und da hatten wir dann auch einen Zettel gefunden, ne? Eine Nuke, Alter. War mir gar nicht bewusst, dass es da eine Nuke gibt. Krass. So, jetzt muss ich gerade überlegen, wo hat man denn den Zettel gefunden? Mit dem Symbol drauf. Ach, das war hier, ne? Ja, genau. Okay, 1, 2, 3. Gefunden habe ich das Teil noch nicht. Das ist dann jetzt unsere Aufgabe. Ah, war hier noch was? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, es kommt ein Nuke-Bomber rein, ne? Junge. Naja, immerhin beißen die Fische wieder an. Ja, das war Freitag. Freitag war Ehrlich Brothers. Das war ganz cool. Dann Samstag, gestern, habe ich mich mit einem Kumpel getroffen. Da waren wir essen. Ne, er ist ein Albaner und hat mir dann mal so die albanischen Spezialitäten gezeigt. Oh, lecker. Lecker.
Kann man nicht meckern. Das war auch ganz cool. Ja, und heute hat mein Sohn ein Fußballturnier gehabt. Oh, Papa ist ganz stolz. Ganz, ganz stolz. Also, die Mannschaft hat nicht gewonnen. Aber darum geht's bei den Bambinis auch noch nicht. Die spielen ja auch mit 4 Tore, ne? 2 Tore pro Seite. War ich auch ein bisschen überrascht, sag ich mal. Aber ja, war cool. Der hat ein paar Tore verhindert. Und ist anscheinend der Schnellste auf dem Platz. Ja, die haben dann am Schluss, also man hat so schon gemerkt, dass er wahnsinnig schnell ist. Und am Schluss war dann halt so Mannschaftsfoto und so weiter. Und dann sollten alle so schnell wie möglich zum Ausgang rennen. Und meiner war der Erste. Sehr geil. Das war cool. Ja, also nicht hier essen. Das war in Ludwigshafen. Das ist ja ein Stück von mir entfernt. Aber ja. Das war cool. Habt ihr schon mal albanischen Börek gegessen? Also ich habe noch nie überhaupt irgendeinen Börek gegessen. Aber das albanische Ding, mein lieber Mann. Das war schon geil. Das war echt cool. Kommen wir da rein? Nee. Also da gibt es in verschiedenen Varianten. Einmal so Hackfleisch mit ja, Gewürze und so weiter. In einem Blätterteigmantel, ne? Der war sehr geil. Und dann gibt es die Variante noch mit... Ja, er hat es als Käse übersetzt, aber es ist eigentlich kein Käse. Ist schwer zu sagen, was das war. Vielleicht so Hirtenkäse-mäßig, auch ein bisschen Rahm dabei vielleicht. Also so krümeliger Käse. Auch okay, aber schmeckt halt nach nichts, ne? Nach gar nichts. Und dann gibt es das noch mit Spinat. Den haben wir aber nicht probiert. Ich war so vollgefressen dann. Die ganzen Süßkram, den es da noch gibt. Das ist nicht der richtige Weg. Ich will aber gucken. So Süßspeisen halt, ne? Kuchen und so Schneckennudeln und so weiter. Das haben wir nicht geschafft. Das machen wir beim nächsten Mal. Was steht denn die darum? Börek, albanischer Börek war das. Das war echt geil. Also, das war in so einem bestimmten Viertel, ne, wo eigentlich sehr viel Albaner wohnen und auch Geschäfte haben. Und es war dann eine albanische Bäckerei, die halt so die ganzen Spezialitäten aus dem Kosovo anbieten, nach Familienrezept. Und, freie Wahl gehabt, ne? Such dir was aus, Michael. Ja, und dann bin ich erstmal nur auf Börek gegangen. Noch eine Alex Casey Lunchbox? Das war geil, das war echt gut. Was ist ein BR, Zeus? Du hast ein lustiges BR gefunden. Weißt du, ich bin in einem gewissen Alter, da kommt man mit dieser Internetsprache nicht zurecht. Ah, Seribot has joined. Wurde ja auch mal Zeit. Wo hat der sich wieder rumgetrieben? Gab es da noch einen überfluteten Bereich? Nee, ne? Oh, wo renne ich denn hier rum? Ich bin ein alter Sack, absolut. Ich bin ja gerade froh, dass ich mit diesem Internet so klarkomme. Nee, so schlimm ist es nicht.
Kultversteck. Ah ja, das war ja das. Was haben wir denn da? Schmerzmittel, okay. The Boat's Werft. Oh, die Kiste. Wusste ich nicht, die haben wir verpasst. Au, und jetzt können wir da hinten rein. Wir haben ja jetzt den Bolzenschneider. Uhaha. Ja, komm. Gehen wir nochmal gucken. Nochmal geeken, wa? Ja, das mit den drei Pfosten da hätte ich jetzt auch schon gern gelöst, ne, die Kiste. Aber da ist ja nichts drauf. Auf den Teilen hier. Das sind auch keine. Da, ne. So, von der anderen Seite hatten wir ja schon geguckt. Da haben wir nichts gesehen. Wir können ja hier nochmal gucken. Und von der Seite was sieht. Ob die 6 was damit zu tun hat? Also eigentlich sollten da ja 3 Zahlen draufstehen, ne? Aber wir hatten jetzt schon eine 6 und eine 5. Ich weiß nicht, ob da noch eins war. Da hier sind keine 3 zusammen. Du wolltest auch live gehen. Ja gut, wie gesagt. Du bist nicht verpflichtet, hier zu sein, ne? Mach dir da mal keinen Kopf. Es wäre nur schön, wenn irgendjemand da ist, der mir in den Chat schreibt, wenn OBS aufhängt. Egal wer. Weil wir haben es ja am Donnerstag wieder gemerkt. Also ich habe es nicht gemerkt, dass OBS abgestürzt ist. Eine Viertelstunde weitergespielt. Und dann habe ich es einfach ausgemacht. Weil das hat mich dann tierisch aufgeregt. Also wäre nett, Leute, wenn irgendjemand da mal kurz Bescheid gibt. Ja, wo war denn jetzt die Kiste? Da. Wenn das Ding abstürzt. Noch eine Schließkassette. Ah, hier. Oh fuck. Jetzt bin ich raus. Nein. Nochmal. Ah. Okay. Hier. 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 Wow. Danke, liebe Therapeuten, dass wir das hingekriegt haben hier. Fear the dark, fear the woods. Ich habe noch gar keine Woods gesehen hier. Und nicht mal ein Wildschwein im Wald. So, jetzt können wir hier mal aufmachen. Oder? Nein! Schade. Ich dachte, das wäre so ein Teil, wo man mit dem Bolzenschneider durchkommt. Aber dem war wohl nicht so. Habt ihr gesehen? Wie sie die Sonne eingeschaltet haben eben. What the hell? Müssen wir nicht nochmal rein? Da ist mein Auto. Diese Leute tauchen einfach hier auf und erwarten, dass die anderen hinter ihnen sauber machen. Gucken, vielleicht können wir hier irgendwo rein sneaken. Ah, da waren wir doch. Sind von da aus in den Wald, ne? Ja, ja, ja. Okay. Was gibt's hier? Nichts.
Da hat man noch gar nicht so geguckt, ne? Wir sind ja Sam Lake hinterhergelaufen, als wir hier waren. Aber jo. Da tut sich nichts. Und was haben wir hier? Geht's da weiter? Ja. Können wir gucken, ob man da irgendwo noch auf das Grundstück draufkommt. Wie du möchtest, Maverick. Wie du möchtest. Ich habe einen Fall zu lösen. Wie du möchtest. Vielleicht kommt ja Mia auch noch rein. Könnt ihr euch abwechseln? Na komm, gehen wir in die Polizeistation. Wo habt ihr das gehört? Klang wie ein Zombie. Oh, yay. Yeah.